Alle bereit? Jo. Jo, alle bereit. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Monster Hunter 3. Mal wieder online und mal wieder machen wir eine etwas langweiligere Quest. Ja. Aber uns fehlt nicht mehr viel, dann haben wir die Lagiakos-Rüstung komplett. Tidin! Und für eine neue Waffe bräuchten wir natürlich noch ein paar Materialien mehr. Aber das ist alles halb so wild. Genau. Und übrigens, ich musste gerade noch die Gunst der Stunde nutzen, weil es wird irgendwie regelmäßig im aktuellsten Part gefragt, kann ich mit euch spielen? Auf diese Frage antworte ich jetzt mal mit einem ganz klaren Ja, könnt ihr, gerne. Ihr müsst dazu einfach nur... Schnell genug sein. Ja, ihr müsst einfach nur in unsere Feeds immer schauen. Also Feeds, das ist, wenn ihr auf unseren Kanal geht und dann... Auf dem zweiten Tab, da sind drei Tabs angesagt, Feed und Videos. Dort klickt ihr dann auf Feed und dort seht ihr dann so unsere Aktivitäten, was wir so gemacht haben. Also ob wir ein Video hochgeladen haben, ob wir ein Video positiv bewertet haben, ob wir irgendwie mit Playlists was gemacht haben, etc. etc. Und manchmal sieht man da halt dann auch, dass wir da eine Nachricht für euch hinterlassen. Und dort steht dann ein Monster Hunter Trial Online Termin drin. Und wenn ihr diesen Termin wahrnehmen könnt, dann müsst ihr einfach nur in die Suche unsere Namen bzw. unsere ID eingeben. Cool, wir haben schon den Donnerkäfer bekommen. Und dann müsst ihr zusehen, dass ihr zum entsprechenden Zeitpunkt schnell genug zu uns reinjoinen könnt. Seltenes Karab. Und dann geht das voll klar. Also das Beste ist dabei natürlich dann immer, wenn ihr uns dann auch direkt abonniert. Weil dann, ja, seid ihr halt immer schnell da. Auf dem neuesten Stand. Genau. Und ihr wisst immer, was wir machen, wann wir es machen, wo wir es machen. Und ihr könnt... Und ob wir es machen. Genau. So. Aha, Drachenid-Erz. Rüstkugel. Noch einmal Drachenid-Erz und dann ist die Rüstung... Ja, ja, Rüstung fertig. Was fehlt uns noch? Nur noch der Brustpanzer, ne? Uns würde noch mehr... Nee, also mir fehlt noch Brust und Beine. Und ansonsten bräuchten wir noch halt für die Waffe noch was mehr Materialien. Donnerkäfer. Aber ich glaube, das machen wir dann irgendwann offline. Aber noch können wir... Wird sich garantiert irgendwann so ergeben, dass wir irgendwann genug haben. Ja. Also konzentrieren wir uns jetzt mal überwiegend auf die Quest und sacken halt nur so das ein, was auf dem Weg liegt. Wobei wie zwei... Wie nicht Pulverscheine machen, wir machen eine Nebenquest. Das wäre doch viel effizienter. Gibt es eine Nebenquest? Ich glaube nicht. Nee, doch. Besorge einen Pulverschein, ja. Lässt sich ja nicht verhindern, einen Pulverstein zu besorgen. Das heißt, die Nebenquest ist ein Pulverstein und die Hauptquest sind drei Pulversteine. Ja, genau. Das ist doch mal gut. Ja, ist es. So. Und irgendwie Lava ist ein cooles Gebiet, finde ich. Du Scheißkatze, wir sollten eigentlich mal diese... die habe ich in meinem Hauptsafe eigentlich immer dabei. Diese Sachen... welche dann von den Felins geklaut werden. Die sind extra dafür da, damit die Meldings die klauen. Wie heißen die Dinger nochmal? Ich weiß auch nicht mehr. Dieses Kraut da, dieses... Ja, genau, das ist so ein Kraut, was die dann klauen. Felinkraut heißt das. Irgendwie so ein Scheiß. Sonnenspezifik. Drachenid-Erz. Wir brauchen auch Sonnenspezifik. Nicht mehr. Das habe ich doch aus der Liste genommen. Stimmt, ja. Genau, ich erinnere mich. Ach, der hat mir nur eine Insektenöl so geklaut. Ich dachte, das wäre was Wichtiges. Und dann so ein Scheiß, also echt mal. Und irgendwie, wenn wir dann die Quest machen, dann haben wir auf jeden Fall Probleme mit der Ausdauer, sehe ich gerade. Oh weia, das kann böse werden. Das kann sehr, sehr böse werden. Als Spitzhacke zerbrochen. Und wir haben hier wieder dieses... Wir farmen ja richtig Drachen, das ist ja richtig. Und ein Rätselamulett, das ist gut. Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht noch so eine scheiß Scherbe. Diese Rostscherben, kennst du die? Mhm. Ah, und der Feuerstein. Ich glaube, der fehlte uns noch, oder? Ja, und fehlte noch so, der Feuerstein für die Rüstung. Jetzt ist die Rüstung komplett. Thunfischkühler zum Schaschen. Kalt Getränk. Ja, gut zum Schnatzen, genau. Alter. Das ist ein cooles Gebiet zum Farmen, echt. Drachenid. Ja, Farmen kann man hier sehr gut. Erdkristall und vor allem hier gibt es so viele Abbaustellen, das ist übel. Und wieder Explosion. Magma schleuderte sich einen Kilometer weit in die Höhe und... Ist das nicht Stannmagma, wenn es noch drin ist? Und dann ist es Lava, wenn es austritt, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, irgendwie sowas war da.
Bei mir ist Lavagebiet nicht annähernd so cool aus und die Grafik ist auch nicht annähernd so fett. Und wir spielen das hier auf. Und oh, wir haben eine Rüstscherbe, geil. Und wir spielen das hier auf Wii. Ja. Da soll noch mal einer sagen, die Wii ist eine scheiß Kinderkonsole mit einer scheiß Grafik. Hier, das ist Grafik, ja. Ah, die PSP ist ja auch schon mal älter, ne? Also, ist die schon so alt? Die ist schon. Ich hab noch so noch. Ich hab nicht die neueste. Also die Wii ist auch schon von 2006. Und genau. Und wir können euch ein paar Infos geben. So. Zum Beispiel, dass jetzt bald Monster Hunter für 3DS rauskommt. Oder ich hoffe, für Wii U wird Monster Hunter rauskommen, weil ich werde mir auf jeden Fall eine Wii U holen. Vielleicht sogar schon zum Release. Muss ich mal schauen, die soll ja so Ende 2012 rauskommen. Und es ist auch für Mai ein HD PS3 Release für Portable Third. In Deutschland? In Europa. Nicht in Europa, in China. Scheiße, ich hab den Pulverstein vergessen. Und in. Aber in Europa schätzen sie, dass das so Ende 2012 kommt. Hey, schau mal da vorne. Wow, lol. Viel Spaß noch, Kumpel. Ja, genau. So. Gibt's denn noch was zum Abbauen, was cool ist? Ich glaube nicht. Nö. Dann gehe ich halt wieder also hoch. Also, das war der Uragan, nur so nebenbei. Ja, den haben wir mal vorgestellt in der Arena. Genau. Wo wir kläglich gefällt haben, weil ich mit geschlossenen Augen gespielt habe, aber. Ach, genau, das war das. Es interessiert ja keinen. Ich muss zugeben, an dem Tag hatte ich nicht mehr wirklich Lust zum Spielen, weil da hatten wir irgendwie schon zweimal gefailt gegen den Lagiakros in der Arena und ja, es war auf jeden Fall scheiße. Dann hatte ich auch irgendwie keinen Bock mehr auf den Uragan. Naja. Man klar, sollte nicht Let's Playen, wenn man keine Lust drauf hat. Oder wenn die Lust vergangen ist, dann sollte man irgendein anderes okay, Spiel einbauen. Tschüss, Dennis. Willst du mal farmen? Also, ich nenne den Farm zu Ende. Ja, okay. Ich will nicht farmen. Du willst nachher ein Vieh erledigen, ja. Wa? Ja, da gibt es wenigstens ein klares Ziel. Ich weiß nicht, wo die ganzen Farmstellen sind, das weißt nur du. Das okay. Heißt, du kannst. Ja, ich meine, die sind ja völlig random und alles, aber naja. Oh, das wird jetzt problematisch. Das wird jetzt extrem schwer. Warum? Ich muss den scheiß Stein da hinbekommen, aber ich glaube, das wird nicht ausreichen. Ich kann erstens nicht mehr Objekte tragen. Und zweitens, was brauche ich denn nicht? Der hat mir auch irgendeinen Scheiß gegeben, der Penner vorhin. Wo ja, der hat einen Thunfischköder. Genau, hier. Braucht doch keiner. Ablegen. Ja, tschüss. So. Meine Ausdauer ist kacke und ich verbrenne. Ja. Das liegt aber. Jetzt muss ich das Hut mal ein bisschen anlassen. Das ist jetzt scheiße. Wieso ist unsere Ausdauer so übelst im Arsch? Weil ich keine Ration mitgenommen habe, deshalb. Wir werden. Doch, das. Ja, komm, wenn wir verrecken, ist halb so wild. Wow. Ach nee, oben das Leben hält. Wie weit ist es ungefähr? Ist das weit oder? Ja, das ist schon recht weit. Ich weiß, ich glaube nicht, dass oben das Leben gut halten wird. Wir werden auf jeden Fall bis da kommen. Dann pennen wir gerade und alles ist super. Ja. Aber das Problem ist, wir sind ja relativ langsam unterwegs, aufgrund der Ausdauer, verstehst du? Es wird schon je. Und jetzt fällt mir gerade so auf, ich hätte vielleicht eine Karte mitnehmen sollen. Scheiße. Ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Ich spiele das eigentlich privat gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Das sagtest du bereits. Ja, genau. Und aus diesem Grund bin ich irgendwie in letzter Zeit ziemlich eingerostet, was meine Kenntnisse und Skills in Monster Hunter 3 angeht. Also ich würde so eine Monster Hunter Karte niemals vergessen. Das ist irgendwie. Ja, ich habe die ja auch eine Weile einfach nicht mehr mitgenommen. Ich schau doch drauf. Man muss halt seine Möglichkeiten nutzen. Ja, ich dachte, du läufst und drückst und tot und weißt. Nee, nee. Das klappt schon alles. Wenn vielleicht jetzt im nächsten Gebiet nicht unbedingt der Uragan ist, aber ich glaube, das ist sowieso das falsche Gebiet, oder? Ich renne hier gerade vollwegs in Gebiet 6 rein, wo eigentlich. Der Uragan. Nee, das ist 5, gut. Scheiße, Mann. Fuck. Ah, gut. Genau zum richtigen Zeitpunkt hat er sich verpisst. Wo geht's hier nochmal lang? Ist jetzt scheiße ohne Karte. Ja, du sagst immer, ne, die Karte ja, brauchen wir nicht. Ich weiß, aber ich bin halt in letzter Zeit. Wir sind ja Pro-Gamer, wir brauchen das ja nicht einfach. Ne, ich habe immer gesagt, ich bin Pro-Gamer, ich ja. Brauch das nicht. Ja, okay, das sehen wir jetzt, wie Pro-Gamer du bist. Also ich würde sagen, immer weiter nach unten. Ja.
Guter Vorschlag, Dennis. Ja, wir sind schon bei 3. Wow, ein Insekt. Nein, 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 ich mag kein Insekt, ich mag kein Insekt. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Achte du aufs Insekt und auf die Ausdauer, ja? Also achte du aufs Insekt und auf die Ausdauer. Ich bin dann mal auf Flo, ne? Ja, 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 genau. Oh komm, wir werden es schaffen, wir werden es schaffen, komm, wir werden es schaffen, ich glaube an dich. Wir werden es schaffen, wie viele fehlen uns noch? Also einer wurde auf jeden Fall schon abgegeben. Keine Ahnung, was mit... Scheiße, ich weiß noch. Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Ich glaube da, geradeaus, oder? Da kommen wir. Boah, oh mein Gott, wir werden sowas mal verkacken. Wo muss ich lang, Mann? Ja, und lauf da und dann links, da. Dann lauf da lang. Ich hab so im Gefühl... Nö, das sieht total falsch aus. Da. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt den ganzen Strapazen erneut machen müssen, dann kriege ich aber einen Kollaps. Aus da. Oh mein Gott, was ist... Oh shit, jetzt ist unser Leben egal. Wir gehen jetzt in Rücken. Zieh! Oh, sicher. Geliebte Sicherheit. So, wo ist die rote Kiste? Stell dir vor, die würde ich jetzt nicht finden und dann verkacken. So. Okay. Nix, ich schlafen. Jo, das machen wir. Gehen wir eine Runde pennen. Machen Nickerchen. Der Part wird eigentlich auch schon wieder viel zu lange, wenn ich mir. Wir haben schon wieder den Stopp. Egal. Und es passiert nichts, das ist ja das Problem. Wollen die jetzt Uragan töten, oder? Ja, die wollen Uragan machen. Jetzt die Frage, geben wir denen die Zeit? Ich meine, das ist deren Zeit, die da mit drauf geht. Wir könnten natürlich jetzt mit auf Uragan draufkloppen. Könnten wir, aber ist das denn der Sinn der Sache? Hast du eine Karte jetzt mitgenommen? Nö. Mach das mal bitte. Erstmal Ration. Ja, das ist auch wichtig. So. Was kann ich denn wegschmeißen? Die brauchen wir. Die Ration könnte man wegschmeißen. Ah, komm. Nehmen wir uns jetzt mal eine Karte mit. Und also, dann müssen wir die aber auch einschalten. Das Mittel zum Zweck. Rumble-Funktion. Karte. Karte. An. So. Oh, ah, das, ja. Ich finde, die stört gar nicht so. Hm. Was machen wir denn jetzt in der Zeit? Ich meine, das ist deren Zeit, die da drauf geht. Ja, dann hau mit auf Uragan. Oder soll ich mit drauf fahren? Hm. Frag mal, wie weit die sind mit dem Uragan. Warte, der ist gerade im Ladebildschirm, da geht das nicht. Okay, also wie weit seid ihr? Ich glaube nicht, dass mir jetzt jemand antwortet, weil die sind wahrscheinlich fett am Metzeln. Und gibt es im Lava einen Gigi noch? Weil die gerade Gigi-Larven waren. Nö. Der ist gerade... Oh, geil! Ey, warte, ich will was mitgehen lassen. Alter, die haben doch voll die Pro-Waffen, die müssen doch eigentlich schon in 10 Minuten fertig sein. Wie von Fern? Ah, brauch ich nicht. Hau rauf, los, hau rauf. Der Take hat, ja. Ah, ne, ist hinter der Fresse. Machen wir einfach mal ein bisschen mit. Hier, Dennis, viel Spaß. Okay, okay, warte, die Dinger haben wir bei Dreieck ist schlagen, Viereck ist Waffe. Es gibt kein Dreieck. Lass dich nicht natzen, ne? Ich kann ihn nicht mehr. Warte, ich muss gucken, warte. Ich weiß jetzt noch nicht mal, was der Pferd gemacht. Ah, okay, der humpelt. Vergiss es, die schaffen das. Ja, schaffen die das. Ja, die schaffen das allein. Willst du nicht mit draufhauen? Nein. Das ist ja sozial. Ah, ne, das ist ja ihre Zeit. Leute, wir haben uns vorgenommen, eine Stunde lang Monster Hunter 2 zu spielen mit euch, ne? Wenn ihr jetzt dann natürlich uns farmen lasst und dann halt da euer Ding macht, das ist in Ordnung. Sollen wir Uragan nicht auch ausnehmen gehen? Nö, dafür haben wir jetzt keinen Platz. Aber seid nicht traurig, wenn ihr am Ende dann euch denkt, oh scheiße, wir haben jetzt aber irgendwie wenig mit den Aldi-Brüdern gekämpft, weil, naja. Wie viele Pulverscheine fehlen uns noch? Einer. Sollen wir uns den holen gehen, ja, ne? Ja, den hole ich mir. Die machen in der Zwischenzeit den Uragan Platz. Das gibt natürlich mehr Questbelohnung. Und ja, dann ist gut. Dann opfern wir uns mal auf. Aufopferungsvoll, wie wir sind. Ja, hier, komm, die machen doch hier. Die machen das schon, ich hab Vertrauen in die. Nebenquest war ja ein Prüferstein. Nebenquest, Uragan. Wir hätten natürlich auch mit Nebenquest beenden
können, aber das ist ja nicht in der Sache. Nee, das, wir wollen ja alle voll machen. Wasserglanzjuwelen, wofür brauchen wir Wasserglanzjuwelen? Wofür brauchen wir Wettsteine? Ich hab doch noch welche. Ja, gut. So, okay, letzter Pulverstein. Pulverstein ist sehr heiß, ja, Pulverstein tut weh. Lauf über 5. Ich kann jetzt nicht nach 5 springen. Ach, weißt du, was passiert, wenn ich nach 5 springe? Ja, dann macht das... Dann macht das Bang und dann alles kaputt. So. Dann laufen wir mal. Wir laufen jetzt nach 8, ne? Ja, ja. Und dann nach 5 und dann nach 3 und dann nach 1. Gut. So. Dem stimme ich zu. Ja, ich weiß, der Part ist jetzt nicht der spannendste. Ach, das ist... Aber das musste halt sein. Tut uns leid. Aber ihr wollt ja auch, dass wir mal langsam unsere Waffen skillen, sonst krüppeln wir da noch hin bei... Den Namen sage ich jetzt nicht, hier beim fast der letzten Quest und dann... Och nein! 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 Jetzt ist auch noch die Wirkung des Kältegetränks weg. Ach nee, das musste jetzt echt nicht sein, weißt du? Nee, das finde ich echt muss. Das heißt, wir kriegen jetzt doppelt so schnell Leben abgezogen. Ich glaube schon, doppelt so schnell könnte hinkommen. Wow, okay, die haben es geschafft. Kill. Schreib mal ein GG. Ja, dann kannst du aber mit dem. Ah, also brennt. Es ist so heiß. Tja, denk, wenn du mich auf dem Arm hast, dann... das ist heiß, das ist richtig heiß. Wieso haben wir Bitter? Warum bin ich nach 7 gelaufen? Egal. OMG. Ach nö, nö, hier sind die scheiß Reno. Please. Please, Plosse, Flosse. Posse, Zeug. Osse. Pussy. So. Tadam, tadam. Egal, gehen wir zu 4, 2, 1. 4, 2, ho. Darauf. Help! Soll ich Help schreiben? Nee, ne? Nö. Die werden uns schon helfen, denke ich. Ihr spielt mit uns. Ihr seid unsere deine Ausleistung Arsch. Ihr seid unsere Diener und wir müssen die ganze Arbeit machen. Was? Warum bin ich jetzt nach 6 gelaufen? Verdammt! Bist du eigentlich völlig Banane? Halt dich rechts. Links. Rechts, links. Help! Schreib mal Help! Okay, warte. Delp. 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 Wir werden es nicht schaffen. Help! Hilfe! Oh mein Gott. Könnt ihr dann den Ura ausnehmen, ja? Hallo, ihr habt doch bestimmt so geiles Zeug wie Lebenspulver und so einen Kack. Soll ich mal fragen? Ja, dann mach schnell! Lebenspulver. Komm. Nein, das klappt nicht, das klappt niemals. Komm, Lebenspulver, bitte. Irgendjemand muss da Lebenspulver leiern. Es geht nicht mehr so. Na toll, der begleitet uns hier in den Tod. Ach. Nee, ich glaube, das... Was? 20 Minuten allein schon für die Quest? Ja, wie? Wait, wir können nicht waiten, Mann. Ja, nicht waiten. Gas. Komm. Okay. Das kann man nicht schaffen, Mann. Das kann man schaffen. Das kann man schaffen. Guck mal, wie viel Leben wir noch haben. Guck mal, wie viel... Unsere Ausdauer ist, wir schaffen es nicht. Nö. Nein! So, jetzt bleiben wir da stehen und die können jetzt was machen. Okay. Wir haben jetzt 20 Minuten für sich festgebracht. Ja. Weil nur die ihren scheiß Uragan machen müssen. Naja, egal. Also wir gehen jetzt zum Uragan. Bis dann. Also wie ihr hier sehen könnt, der Uragan ist futsch. Stattdessen ist ein neuer aufgetaucht in Gebiet 7. Das ist uns aber jetzt scheißegal. Wir sehen uns, wenn wenn die Belohnung da ist. Wenn die Quest fertig ist. Oder wenn die Quest fertig ist. Also bis dann. Alles klar, Mirka hat es geschafft. Genau, und wir haben endlich unsere 3 Pulversteine abgegeben. Wow, das hat lang genug gedauert. Ja. Alles klar. Und das ist gut, dann können wir uns nämlich dann schnell mal die Belohnung reinziehen. Genau, fette Belohnung. Fette Belohnung, wir werden garantiert noch Feuersteine bekommen. Habe ich so ein Gefühl.
ja, hoffen wir mal, ne? So, und wir haben ja auch Rätselamulette und so gefunden. Und jetzt führen wir euch mal durch die Belohnung. Und es gibt keinen Feuerstein. Es gibt eine Empfehlung. Cool. Machalit-Erz, Drachenlied-Erz, Drachengift-Pilz, Drachentod-Bäre, Rüstkugel Plus, erweiterte Rüstkugel, Erdkristall, Machalit-Erz, Machalit-Erz und Drachenlied-Erz. Und hier, unsere tapferen Jäger, die haben fleißig Urakanzeug genommen. Schuppe, Kiefer, Panzer, Schuppe, Schuppe, Panzer, Schuppe, Mark, cool. Schuppe, Schuppe, danke Leute. So, und dann unsere Sachen, was sind die denn so wert? So, wir haben... Den Bauern brauchen wir nicht. Läufer-Talisman haben wir auch schon. Brauchen wir aber nicht. Und die Eisenlanze nehmen wir mal mit. Genau. Und den Rest verkaufen. Der weiß nicht, was gut ist. Und ja, das war unser erster und bester Uragan. Ja. Haben wir gut gemacht. Also bis zum nächsten Part und tschüss.